gerne eine Runde machen. Ich ist auch also, dann gehe ich mal drauf an. Das Interessante ist doch folgendes. Fehming wird seit langer Zeit gefragt, welche Arbeitsplätze bietet ihr in Firmenheim? Sagt uns, welche Berufsgruppen in welcher Menge. Es wird nie was gesagt. Ich habe mich daraufhin an den zuständigen Gewerkschaftssekretär bei Verdi genannt und er sagt, natürlich haben wir keinen Einblick in die Brutto-Entgeltlisten, aber ich sehe ab und zu Leute bei mir und die bekommen ein bisschen mehr als 8 Euro. Ich habe versucht, ihm zu sagen, sag mir eine Zahl, die ich vertreten kann. Er sagt, ich stehe dazu, 8,10 Euro bekommt ein Lagerarbeiter. Das kannst du in der Öffentlichkeit sagen. Wir haben das am Mittwoch gesagt auf der Veranstaltung. Es stand im Mannheimer Morgen. Die Redakteurin fragt korrekt bei Penning nach, was sagt ihr dazu? Und jetzt wiederhole ich, da sitzt die Frau mit da, was sie dann gesagt hat. Sie würden definitiv mehr zahlen, so ähnlich wie es jetzt der Boss gesagt hat. Ja, dann fragt der Mannheimer Morgen natürlich nach, ja, was ist denn das? Sagen Sie uns doch die Zahl. Die hat sie nicht gesagt. Und wenn Sie Herrn Penning zugehört haben, er hat es auch nicht gesagt. Und wenn er uns jetzt einlädt, dann muss man doch sagen, dass es ein Verschieben ist. Wir können doch erwarten, erstens, dass uns gesagt wird, welche Gewerbesteuer wir erwarten können. Da muss man doch was wissen. Das ist nicht gesagt worden. Er muss doch wenigstens wissen, was es einem Lagerarbeiter sagt. Und wenn hier so ein paar Angestellte sind, die wissen, da ist die gelbe Farbe. Dann freut mich das. Die interessiert mich jetzt nicht. Ich war kein. Also ich bin vorher vom Herrn Fehming angesprochen worden und das ist der Teil, den ich mir jetzt nicht anrechnen will. Jetzt bin ich auch, ich habe ihm nur geantwortet. Reden Sie jetzt noch mal eine Frage. Also wir müssen nach wie vor, das glaube ich, dass ein paar sagen, ich soll aufhören. Aber die Mehrheit, dann stehen wir ab. Okay. Nein, Sie dürfen jetzt weiterreden. Okay. Jetzt, wir haben Fachleute gefragt, wie viele Arbeitsplätze hat man. Zum Beispiel in Firmenheim gibt es 5 Handwerker, sagt mir der Gewerkschaftssekretär. Dann legt er dafür die Hand ins Feuer. Wir können von den 500 Arbeitsplätzen damit rechnen, dass es 3, wahrscheinlich 400 Lagerarbeiter sind. Die bekommen 8 Euro in der Stunde. Seinen Satz zu Ende bitte reden lassen. Wir bekommen, also ich würde sagen, wenn ich angesprochen werde von Herrn Fehming, dann darf man mir das nicht auf meine Redezeit anrechnen. Doch, also alle haben zwei Redezeit, Sie reden jetzt aber gerne bitte Ihre Frage zu Ende. Gut, mich interessieren die sozialen Folgekosten. Das geht ganz kurz, wenn Sie mich unterbrechen. Wir haben mit 400 Lagerarbeiter zu rechnen, die bekommen 8 Euro in der Stunde, das sind 1000 Euro netto monatlich. Okay. Und 500 Euro, Dankeschön. 500 Euro Rente kommt raus, wenn man 40 Jahre arbeitet. Dankeschön. Dann bekommt man noch 250 Euro vom Staat. Die zahlen wir. Bekommen noch weniger. Wir haben einfach den Diskurs, muss die anderen Leute, die hier auch zu Wort kommen wollen, auch zu Wort kommen lassen und auch diese verschiedenen Fragen auch beantworten lassen. So.